Hi, hier ist wieder euer Frankenranger. Ich zeige euch heute was. Und zwar ist das eine Autoübernachtung im Fichtelgebirge mit anschließender Nachtwanderung auf den höchsten Berg Frankens, den Schneeberg, weil ich dort den Sonnenaufgang anschauen will. Und ich habe schon lange kein Video mehr gemacht auf meinem Kanal, muss ich zugeben. Und ich nehme euch heute aber gern mal wieder mit. Ja, wir haben schon am Nachmittag, wir haben schon 16.37 Uhr, sagt die Autouhrkarte, und ihr seht schon, hier ist schon alles vorbereitet. Ich muss mich nachher nur noch hinlegen und dann klingelt dann heute Nacht irgendwann um 3:30, 4:00, denke ich mal, der Wecker. Da werde ich mir einen kurzen Kaffee kochen und dann geht's auf den Schneeberg. Ich habe eine gute Lampe dabei, die macht über 1,5 Stunden lang über 3200 Lumen, die möchte ich auch ein bisschen testen. Das ist auch so ein Hintergrund, der Gedanke der Tour gewesen. Und jo, kommt einfach mit. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich werde ihn hoffentlich haben. Und wir werden hoffentlich einen schönen Sonnenaufgang auf Frankens Dach erleben. Viel Spaß. Da ist er. Da ist der Turm auf dem Schneeberg. Ja, ich habe einen Platz gefunden, wo ich halten kann. Ich hoffe, da ist dann abends nicht mehr so viel Wanderbetrieb. Habe eine Stelle, das ist gar nicht so weit hier zum Gipfel tatsächlich. Also das wird hier keine riesen Wandertour werden, sondern ich möchte mir einfach nur einen Sonnenaufgang anschauen. Das wird jetzt nichts, wo ich hier 20 Kilometer abreiße in einer Viertelstunde. Ne? Wisst schon, was ich meine? Und hier geht es Richtung Gipfel vom Schneeberg schon. Das sind nur 2, 3, ja, ich glaube insgesamt sind es 4 Kilometer vom Auto aus. Also ist echt überschaubar, ne? Und muss mal gucken. Vielleicht schaffen wir es heute ja schon zum Sonnenuntergang. Das wäre natürlich auch fett. Ich habe jetzt zwar nur eine Taschenlampe dabei, wo ich nicht weiß, wie voll die Batterie ist. 2 liegen noch im Auto. Naja, muss man halt ein wenig haushalten. Aber so schwierig ist der Weg nicht. Na, schauen wir mal. Vielleicht drehe ich auch wieder um, bevor ich oben bin. Gucken wir mal. Jo, also ich mag es heute nicht mehr, glaube ich. Ist trotzdem noch ein ganz schönes Stück. Da ist er. Aber ist eine schöne Strecke, glaube ich. Also tatsächlich hier diesem Pfad entlang und es geht die ganze Zeit so weiter. Ich drehe euch mal um. Ja, auf diesem Pfad so weiter und da hinten sieht man dann die Schneise da hier so im Wald hoch und dann kommt man dann von hinten auf den Berg hoch, ne? Jo, ich stehe da mit meinem Bettmobil da vorne an der Straße. Die ist recht viel befahren. Die Position geht zwar, wo ich stehe. Ich habe schon überlegt, hier reinzufahren einfach. Aber ich habe keine Ahnung, ob hier nachts nochmal Leute laufen. Das ist dann auch doof. Weil da hinten ist wohl noch irgendeine Wirtschaft oder was. Die hat bis 21 Uhr geöffnet. Und ich kenne hier auch keinen Jäger, keinen Förster, nichts, was sonst meistens der Fall ist. Wenn ich da unterwegs bin. Jo, und es ist halt hier trotzdem alles Schutzgebiet, ne? Deswegen möchte ich da jetzt nicht einfach reinfahren. Jo, deswegen werde ich dann wohl trotzdem hier vorne stehen bleiben. Und gut, ich liege mit meinem Kopf hinten unter der Abdeckung, aber man sieht von außen, ich meine, das Auto ist nicht das längste. Ich liege schon diagonal drin, man sieht ganz klar, da liegt ein Schlafsack drin, wenn einer reinguckt, ne? Ja, so viel zu den Gegebenheiten. Ich habe mich entschlossen, doch nochmal umzubargen. Ich war gerade da drüben. Jetzt habe ich mich da hier reingestellt. Es ist nicht ganz so direkt an der Straße. Aktuelle Sicht aus meinem Auto. Naja, neben der Straße ist es immer noch, aber besser wie davor, denke ich. Haben wir hier nochmal das Funkgerät angeschmissen. Boah. Und sobald es dunkel ist, gehe ich in den Schlafsack. Und dann sehen wir uns morgen. Bis dahin. Ich musste gerade mal das erste Mal schon das Auto verlassen. Und es ist sternenklare Nacht. Ich habe versucht auf Kamera einzufangen, aber das funktioniert nicht.
Aber mega cool. Ich schlafe weiter. Gute Nacht, bis später. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe hier schon mal das Auto umgeparkt. Ja, wo ist meine Lampe? Keine Ahnung. Auto umgeparkt, 4 Uhr früh. Es geht tatsächlich ein warmer Wind, aber es ist trotzdem frisch. Ich habe überlegt, ob ich nicht meine dünne Jacke anziehe. Dann habe ich später nicht so viel zu schleppen, weil später soll es warm werden. Aber bevor ich jetzt beim Hochgehen friere, habe ich halt dann das Problem mit der Jacke. Irgendwie müssen wir es machen. Naja, dann hätte ich gesagt, wir gehen mal los. Ich packe mein Zeug, Schuhe sind angezogen, auf geht's. Das erste Stück müssen wir auf der Straße ein Stück lang. Und da unten in der Kurve müssen wir links abbiegen, dann los geht's. Es ist zwar echt windig, also nicht schlimm, aber es ist windig. Aber der ist irgendwie warm. Also nicht arschwarm, aber echt angenehm mit. Wir sind jetzt an der Abzweigung. Auf geht's ins Gelände. Das sind jetzt übrigens die Helligkeit. Hält die Lampe angeblich jetzt über 1,7 Stunden. Bis dahin müsste ich ja oben sein. Ich werde sie trotzdem wahrscheinlich Stufe 3 laufen lassen. Ich habe zwar noch zwei Ersatzlampen dabei. Backup ist immer wichtig. Jo. Da steht es dran, Schneeberg Backövele. Das ist unseres hier. Das Verlassen der Forststraßen und so weiter, genau. Haben wir ja nicht gemacht. Okay, ich habe mich schon gewundert, warum hier hinten Leitplanken sind. Ich bin auf der Zufahrtsstraße von früher. Das war ja früher der oben Bundesnachrichtendienst, der amerikanische Geheimdienst und so weiter und so fort im Kalten Krieg. Ja, das wusste ich jetzt natürlich auch nicht. Weil die war durch den Wald gelaufen. Aber das können wir dann rückwärts noch nachholen. Seht ihr das da hinten? Das ist der Turm vom Ochsenkopf. Sind jetzt schon auf Ochsenkopfhöhe ungefähr. Ich muss zugeben, aufgrund der Steigung zieht sich das ganz schön. Jetzt haben wir die Straße wieder verlassen. Sind wir da auf Kiesweg. Ja, die Dinger hier sieht man überall am Wegesrand. Scheint so eine Art Sicherungskasten zu sein. Für was auch immer. Man weiß es nicht. Alles dünne Käbelchen. Das wird nicht nur die Stromversorgung da oben sein. Zufahrtssensoren von früher? Weiß gar nicht, ob das so rüberkommt im Video, aber das war echt steil. Oh. Und das mitten in der Nacht. Junge, Junge, Junge. Ach, schade. Der Schneebergbrunnen. Ich dachte, hätte man Wasser auffüllen können rückwärts, aber naja, nicht so schlimm. Alter, geil, der alte Fernmeldeturm.
Gleich sind wir oben. So, hier war Mützle wieder aufgesetzt. Da hinten ist Licht. Da hinten ist Licht am Gebäude. Seht ihr das? Ich gehe jetzt aber auch mal nicht näher hin. Bilde mir eine Hängekammer was davon. Sieht mir aus wie ein Standby-Licht. Ich gehe jetzt hier auf dieses Backöferle, diesen kleinen Aussichtsturm, mache ein paar schöne Fotos und warte auf den Sonnenaufgang, ist noch ein paar Minuten hin und blende euch das Ganze dann ein. Also das hat schon was echt Mystisches her, ne? Da drüben ist der Ochsenkopf. Dieses Pfeifen vom Turm, hört ihr das? Freiheit. Gehen wir mal hoch. Ich hatte mich getäuscht. Das da drüben ist nicht der Ochsenkopf. Das ist irgendein anderer Turm, weil Ochsenkopf ist definitiv der hier. Das ist jetzt hier oben richtig zugig. Jetzt ist es auch kalter Wind. Gut, dass ich so viel Klamotten eingepackt habe. Ich habe auch noch Sachen im Rucksack notfalls tatsächlich. Stunde hier oben stehen. Vielleicht ziehe ich mir gleich noch was an. Ich glaube, das wird das Beste sein. Bis gleich. Und dann mache ich schöne Fotos. So, Fließ-Dings an. Übrigens, als kleiner Tipp, ich nehme als zusätzliche Schicht immer irgendwas aus Fließ mit. Weil das einfach unglaublich gut wärmt. Wenn man unten drunter nass ist oder auch wenn das Fließ selber nass ist. Ich packe jetzt mal die Kamera weg und hole euch dann später wieder dazu, wegen den Akku schonen. Also mit Sonnenaufgang wird es wohl nichts mehr. So ist es. Set's live.
Also letztes Mal durfte man die Wiese hier tatsächlich noch begehen. Und hier ist noch Schnee. Krasser Scheiß. Ich finde den Dom ja so geil, ne? Man munkelt ja, dass unter diesen Steinhaufen die Belüftungen sind für irgendeinen Bunker hier unten drunter. Aber da gibt es wohl auch nichts Offizielles. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, das war ja damals hier Militärgelände, wie ich ja gerade gelesen habe. Erst von den Amis und dann von der Bundeswehr bzw. Bundesnachrichtendienst. Und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass im Fall eines Atomkriegs, im Kalten Krieg war ja die Gefahr hoch, ist das hier natürlich ein mögliches Ziel gewesen. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass hier ein Bunker drunter liegt, muss ich sagen. Aber vielleicht ist es auch nur ein Gerücht. Solche Gerüchte halten sich hartnäckig, weil das sieht alles schon sehr menschengemacht aus, diese Aufschüttungen hier, ne? Auch da hinten, hier. Laufen nochmal da runter und dann laufen wir wieder zurück zum Auto. Ah, da wäre das also auch geklärt. Durch die Anhäufung unbehauener Granitsteine, die nach dem Abriss von Gebäuden zur Verfügung standen, schuf man künstliche Lebensräume. Okay. Dann rühren diese Haufen aus dem Abriss von Gebäuden her. So, jetzt sehe ich, da hinten kommt eine Sonnenkugel raus. Da werden wir noch mal ganz kurz auf den Turm hochgehen. Jo, schade, schade. Sonnenaufgang war nicht so, wie ich dachte, dass es wird, wie es auch vom Wetter vorhergesagt war. Aber das kann man leider nicht ändern. Ein schöner Ausflug war es trotzdem. Es kam dann auch noch pünktlich 10 Minuten vor Sonnenaufgang, der angekündigte, auch noch zwei Damen mit hoch auf die Plattform. Die wollten sich das auch angucken, deswegen habe ich da gar nicht weiter gefilmt. Aber ich denke, ich habe genug Material zusammen, dass ich da zumindest mal wieder ein schönes Video raushauen kann. Bei diesem Mikro-Abenteuer. Jo, und war alles in allem ein gelungener Ausflug für mich. Ich muss ja noch zurückwandern zum Auto. Der Ausflug ist ja noch nicht vorbei. Und dann werde ich mich dann trotzdem Richtung Heimweg begeben. Da ist ein Gullideckel. Hm? Da, ja. Okay. Also wenn hier kein Naturschutzgebiet wäre, und mehr darf er hier definitiv nicht fahren. Hier geht's hoch. Wäre das der perfekte Campground für eine Schneebergübernachtung. Aber das ist schon gut so, dass das Zeug hier geschützt ist. Aber das fällt nur auf, weil hier so ein riesiger Platz ist. Junge, Rehbock. Oh, ich konnte mich nicht bewegen. Der stand hier 20 Meter vor mir. Ah, verdammt. Dann ist er abgehauen. So, da sind wir wieder. Schneebergstraße, fast 800 Meter über Null. Ranger Mobil, ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.